Auch an den Arbeitsplätzen von Rodopi kann es zu Überraschungen kommen. Du könntest plötzlich die Sirene des Feueralarms hören. Bleib ruhig. Auch wenn das nicht immer bedeutet, dass es einen echten Brand gibt, müssen wir die üblichen Verfahren befolgen, ohne sie zu hinterfragen. Lass deine persönlichen Dinge liegen, deine Sicherheit ist wichtiger. Zuerst solltest du den nächstgelegenen Notausgang suchen, der durch das grüne Notausgangsschild gekennzeichnet ist. Renne nicht. Gehe ganz normal. Niemand sollte zurückgelassen werden. Sieh nach deinen Arbeitskollegen, die einen Gehörschutz tragen. Es könnte sein, dass sie den Alarm nicht gehört haben. Es gibt Kollegen, die den Alarm mit Sicherheit nicht gehört haben, zum Beispiel die, die in den Windrädern arbeiten, denn sie arbeiten sehr isoliert. Der Teamleiter ist dafür verantwortlich, den Strom zu unterbrechen, um die Maschinen abzuschalten und den Mitarbeitern mitzuteilen, dass sie aus den Flügeln der Windräder kommen müssen. Danach sollten sich alle am Sammelpunkt treffen. Es gibt mehrere Sammelstellen. Deshalb schulen wir unsere Mitarbeiter, damit diese wissen, wo sich die Sammelstellen befinden. Der Teamleiter ist dafür verantwortlich, dass das gesamte Team den Bereich verlässt. Sobald er am Sammelpunkt angekommen ist, überprüft er, ob alle angekommen sind. Und führt mit einer vollständigen Liste aller Kollegen, die anwesend sein sollen, zusammen mit dem Betriebsleiter eine letzte Kontrolle durch. Die Feuerwehr beginnt erst dann mit dem Löschen des Brandes, wenn sich niemand mehr im Gebäude befindet. Wenn jemand vermisst wird, müssen sie zuerst nach ihm suchen. Daher ist es besser, erst gar nicht in diese Situation zu kommen, denn jede Sekunde zählt. Und abschließend, wenn du ein Feuer entdeckst, zögere nicht, diese Taste zu drücken. Bei Rodopi brauchen wir dich, also pass auf dich auf, denn Sicherheit ist unsere Visitenkarte.